greifen. Waschen wie zu Uromas Zeiten. Der Internationale Museumstag macht Geschichte erlebbar. In diesem Jahr hatten über 80 Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern mit besonderen Aktionen und Sonderausstellungen für sich geworben. Und das bei freiem oder ermäßigtem Eintritt. Hier haben wir die Trommelwaschmaschine. Die wurde befeuert. Hier kam das Wasser rein, hier die Wäsche, den Deckel rauf. Und dann konnte man die Wäsche waschen. Kiek-In und Wunderdi. Der Name dieses kleinen Museums in Malchow ist Programm. Viele Kuriositäten konnten die Besucher hier bestaunen. Vom Sessel, der sich auf den zweiten Blick als Toilette entpuppt, bis zum Tefifon. Museumsleiterin Anke Henning ist stolz auf diese Rarität. Das ist ein Tefifon aus dem Jahre 54. Auf den Markt kamen die Anfang der 50er, Ende der 40er Jahre. Und es ist ein Schallbandgerät. Das ist ein Plastikband. Diesen Drillen drauf und das Ganze wird mit einer Nadel abgespielt. Stellen Sie es bildlich vor wie eine Platte auf Band. Mit dem Unterschied, eine Platte hatte damals eine Spieldauer von 5 Minuten. Auf den Bändern ist eine Stunde Musik drauf. Und jetzt hören wir mal ein Band von 53. Ja? In der Stadt am Malchower See hatten sich gleich mehrere Einrichtungen am Museumstag beteiligt, auch um auf dieses Kleinod aufmerksam zu machen, das Kloster Malchow. Die jetzige Kirche wurde 1844 bis 49 im neogotischen Stil errichtet. An dieser Stelle gab es aber auch schon 1298 einen Kirchenbau. Das gesamte Gelände soll mit einer kombinierten Nutzung aus Kultur und Wohnen wiederbelebt werden. Die Eröffnung des Kunstmuseums im ehemaligen Refektorium war ein erster Schritt dazu. Hier werden Gemälde und Druckgrafiken regionaler Künstler gezeigt. Es wird aber auch ein Einblick in die Klostergeschichte gegeben. Ende des 13. Jahrhunderts ist ein Orden aus Röbel, also ein Nonnenkloster, hierher gekommen, hat sich zu einem anderen Orden zusammengeschlossen und das wurde dann halt hier als Nonnenkloster betrieben. Dann kam ja die Reformation, dann wurde dieses Kloster als Nonnenkloster aufgelöst. Nach ganz langen Verhandlungen ist das dann zu einem von drei adligen Darmstiften geworden. Es gab dann drei in Mecklenburg und diese wurden dann bis 1918 wurde das als adliger Darmstift betrieben. Danach war das als kleine Wohnung für die adligen Damen und die wurden ja auch weiter in Einzelteilen wurden die bis heute so genutzt als Wohnräume. Der Internationale Museumstag findet seit 1978 jährlich statt, immer am dritten Sonntag im Mai. Er soll die vielfältige Museumslandschaft in das Blickfeld der Öffentlichkeit rufen. Gerade für kleinere museale Einrichtungen ist das von großer Bedeutung. Ist toll, sollte man regelmäßig machen, aber vielleicht auch noch ein bisschen mehr Werbung dafür. Also wir haben per Zufall davon erfahren. Sonst wären wir hier gar nicht hergekommen und hätten uns, glaube ich, auch nicht getraut. Gerade hier, wo es also Museen gibt, die also jetzt nicht wie meinetwegen in größeren Städten ein Riesenangebot haben, was vielleicht auch für Familien ein bisschen ansprechender ist. Und hier gehen Leute eigentlich nur her, wenn es regnet und sie gar nichts anderes zu tun haben. Und das ist für die Malchower zumindest und auch für die öfter herkommen, die Gäste, ist es eigentlich jederzeit verfügbar. Aber man geht dann eben halt nicht. Und bei Museumstagen wird eben ein bisschen mehr Werbung gemacht, auch von der Touristinfo und in der Stadt. Und da fällt manchen Leuten dann nach 40 Jahren auf, wir haben ja Museen hier. Auch die Klosterkirche beherbergt ein besonderes Museum, das Mecklenburgische Orgelmuseum. Das hat gerade sein 20-jähriges Bestehen gefeiert und ist einmalig im Land. Der Besucher erfährt hier nicht nur Wissenswertes über die Geschichte der Orgel und über die mecklenburgische Orgeltradition, er kann sich auch selbst an Modellorgeln ausprobieren. Es sind fast alles Leihgaben, die wir hier haben und wir führen die auch bei Führung gerne vor. Und wir haben jetzt zurzeit donnerstags Orgel live und im Sommer haben wir dann ab Juli bis im September hinein jeden Sonntag um 11.30 Uhr Orgel-Matinee, die geht dann eine Stunde. Und das Schöne für die Organisten ist dann, dass sie eben an verschiedenen Orgeln hier spielen können. Das Museum hat es sich zur Aufgabe gemacht, Orgeln, die vom Verfall bedroht sind, aufzubewahren und wieder bespielbar zu machen. Auch die Hausorgel von Friedrich Friese ist etwas Besonderes.
Friese hat in der romantischen Zeit in drei Generationen in Mecklenburg Orgeln gebaut. Er war Hofbauorgelmeister vom Herzogtum Schwerin. Und Friese III hat in Mecklenburg über 100 Orgeln in der romantischen Zeit gebaut. Und die Jubiläumsorgel, die er gebaut hat, die 100. steht hier bei uns in der Kirche. Noch sind viele der Museen in Malchow ein Geheimtipp. Noch ahnen viele nicht, was hinter der alten Fassade der Klostergebäude steckt. Doch wer erst einmal hier war, der schätzt die einzigartige Verbindung von Geschichte, Kultur und wunderschöner Landschaft.